das Fronleichnamsfest in der Grabeskirche in Jerusalem. Die zahlreichen Momente des Gebetes, die es begleiteten, sind die ersten feierlichen Andachten nach der Wiedereröffnung der Basilika, die wieder von Gläubigen besucht werden kann. Die Coronavirus-Pandemie hat Jericho nicht verschont, ebenso wenig wie das gesamte Heilige Land. Der Tourismus und damit die Wirtschaft der Stadt ist gelähmt. Die Christen dieser Stadt in Palästina, der ältesten Stadt der Welt, haben sich im Gebet versammelt, um die Auswirkungen der Pandemie abzuwehren und so bald wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Das Tote Meer ist die Hüterin vieler Geschichten, die sich in seiner Umgebung abgespielt haben. Einige dieser biblischen Fakten werden von Bruder Frederik Manns vom Studium Biblicum Franziskanum erläutert. Bruder Giorgio Vigna, Franziskaner der Kustodie vom Heiligen Land, zeichnet die Geschichte eines alten Gebetes aus dem 3. Jahrhundert nach, das in schwierigen Zeiten von den Christen gebetet wurde und auf das auch heute noch Menschen verschiedener Sprachen und Herkunft zurückgreifen, um die Fürsprache Mariens zu erflehen. Wir kommen langsam, allmählich, schrittweise aus einer ziemlich langen Zeit heraus, in der die Aufmerksamkeit unantastbar auf das Leben gerichtet war. Jetzt müssen wir zu einem gewissen Gleichgewicht zurückkehren, wobei wir bedenken müssen, dass wir nicht nur aus biologischem Leben bestehen, sondern auch aus Zuneigung, aus Beziehung, aus Liebe. All dies ist Teil des Lebens und die Eucharistie ist dies auch. Sie nährt auch diese Aspekte unseres Lebens, die für uns wesentlich sind. Es waren zwei lange Feiertage für das Fronleichnamsfest in Jerusalem. Die Schlusszeremonie von Erzbischof Pizzaballa, der das Allerheiligste dreimal um die Ädikula des Grabes trug, ist die letzte einer Reihe von Andachten und Feiern, die der Tradition zufolge am Nachmittag zuvor begonnen und mit dem inständigen Gebet unter dem Vorsitz von Bruder Francesco Paton, Kustos des Heiligen Landes, eine halbe Stunde nach Mitternacht fortgesetzt wurde. Schließlich feierte man am Vormittag eine Messe vor der Ädikula. In der Eucharistie feiern wir den Tod und die Auferstehung Christi. Das ist das Mysterium. Und am Heiligen Grab sind wir an dem Ort, an dem sich Tod und Auferstehung Christi ereignet haben. Also feiern wir das Mysterium an dem Ort, an dem das Mysterium geschah. Dreimal umherzugehen hat eine symbolische Bedeutung. Drei ist eine biblische Zahl, um diese tiefe Einheit zwischen Ort und Mysterium zu bekräftigen. Die Gläubigen kehren nach einer langen Zeit der verschlossenen Türen in die Basilika zurück, während man auf die Pilger wartet, die immer noch nicht reisen können, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen, kommen jetzt vor allem Ordensleute, die im Land leben. Es war eine sehr schwierige Zeit, denn viele wollten hierher kommen, um am Heiligen Grab zu beten, aber es war nicht möglich. Es ist das erste Mal, dass ich zu einer so großen Feier gekommen bin. Ich fühle mich all jenen verpflichtet, die nicht hierher kommen können, weder an diesen heiligen Ort noch ins Heilige Land selbst. An diesem besonderen Fronleichnamsfest zurückkehren zu können, um mehr Menschen zu treffen, ist eine gute Nachricht, auch für die franziskanische Gemeinschaft des Grabes, die, wie seit Jahrhunderten, während des Lockdown weiterhin in den Räumen der Basilika lebte. Sono stati praticamente tre mesi in cui le persone che riuscivano ad entrare erano pochissime. Es waren drei Monate, in denen es nur sehr wenigen Menschen möglich war, einzutreten und unsere Mitbrüder, Seminaristen, Ordensleute und Gemeindemitglieder fröhlich zu sehen. Die Tatsache, zumindest ein wenig mehr Licht zu sehen, ein wenig Sonne zu bekommen, ein wenig hinausgehen zu können, natürlich mit allen notwendigen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen, ließ diese Momente oder diese Wochen nur in den Chroniken. Aber in uns entstanden eine Hoffnung und Dank. Denn das Leben geht weiter. Nach der Dunkelheit gibt es Licht, nach der Krankheit gibt es Gesundheit, nach dem Tod gibt es Auferstehung.
Der Tourismussektor im Heiligen Land ist aufgrund der Restriktionen wegen des Coronavirus in den letzten Monaten völlig lahmgelegt. Wie die anderen palästinensischen Orte, die dank dieses Sektors leben, ist auch die Stadt Jericho stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen, da Inlands- und Auslandstourismus das Rückgrat der Wirtschaft sind. Seitdem in allen Städten die totale Schließung verhängt wurde, ist auch Jericho hart getroffen. Seit Monaten kam niemand mehr hierher. Der größte Teil des Einkommens der Menschen in der Stadt hängt mit dem Tourismus zusammen. Aber Hotels, Reiseleiter, Transport- und Reisebüros arbeiten nicht. Sogar Pilger haben Angst zu kommen und generell das Heilige Land zu besuchen. Anfänglich war diese neue Erfahrung von einem Gefühl der Angst und Furcht, der Anspannung und der Angst vor dem Ungewissen begleitet. Alle hatten Angst um ihre Gesundheit, sich anzustecken und zu erkranken. Alle fragten sich, ob es nach der Notsituation noch Arbeit geben würde oder nicht und für wie lange. Aber diejenigen, die glauben, erreichen einen Punkt, an dem sie sagen, es reicht. Wir müssen aus der Atmosphäre der Angst und Spannung, die jeder während der Pandemie durchlebt hat, herauskommen. In Jericho, der ältesten Stadt der Welt, leben 500 Christen. Während des Lockdown öffneten alle ihre Haustüren für die Priester und Nonnen der Stadt und beteten mit ihnen. Bruder Mario Hatchidi, lateinischer Pfarrer von Jericho, sagt, dass er unter den Gläubigen den großen Wunsch nach der heiligen Eucharistie verspürte. Während dieser Zeit besuchten wir die Gemeindemitglieder in ihren Häusern. Die ganze Familie, einschließlich der Kinder und Enkelkinder, versammelte sich zum Gebet. Wir schlossen uns dem Gebet des Heiligen Vaters Papst Franziskus an und sein Segen begleitete uns. Wir wandten uns an unsere Mutter, die Jungfrau Maria. Die Besuche waren wunderbar und voller geistlicher Früchte und die Gläubigen konnten sich den Sakramenten zuwenden. Zweifellos hat diese Erfahrung den Glauben innerhalb der Familie sehr gestärkt. Wir haben jeden Tag gemeinsam gebetet und den allmächtigen Gott um ein Ende der Epidemie, um Gesundheit und um die Rückkehr zum normalen Leben gebeten. Eine Erfahrung der Hoffnung, die in der Pfarrei von Jericho gelebt hat. Das Gebet hat die Angst bekämpft, in einer Zeit, in der die Menschen auf der ganzen Welt noch keinen Weg gefunden haben, das Coronavirus zu besiegen. Mitten in der judäischen Wüste in Israel befindet sich ein riesiger See mit einer hohen Salzkonzentration, das Tote Meer. Er befindet sich mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel und ist der tiefste Punkt der Erde. Siamo in un morto. Il termine non compare nella Bibbia. Der Begriff Totes Meer taucht in der Bibel nicht auf. Die Bibel spricht vom Salzmeer und auch vom Asphaltsee. Und die muslimische Tradition spricht vom Meer des Lot. Aber die Rabbiner haben auf der Grundlage der Geographie und Topographie Israels vermerkt, dass es im Norden den See von Galiläa oder den See von Genezareth gibt, der See des Lebens genannt wird, und im Süden liegt das Tote Meer. C'è il lago di Galilea, lago di Genezareth, che viene chiamato il lago della vita. E al sud abbiamo il Mar Morto. Trotz des Namens Tod gibt es viele Episoden in der Bibel, die sich in dieser Region abgespielt haben. Anscheinend verborgene Geschichten, die in der Heiligen Schrift offenbar werden. Zahlreiche biblische Ereignisse fanden in der Nähe des Toten Meeres in der Stadt En-Gedi statt. La città di En-Gedi. Che vuol dire la fonte della capra? Lì abbiamo... En-Gedi bedeutet Quelle der Ziege und wir haben zwei wichtige Texte dazu. Der erste ist Samuel 23, der den Kampf zwischen Saul, dem ersten König Israels, und David schildert. Saul wurde als erster König auserwählt. Aber er missfiel Gott und so sandte Gott Samuel, um König David in Bethlehem zu salben. Im ersten Buch Samuel 23 gab es also zwei Könige von Israel und sie führten Krieg gegeneinander. Dann haben wir Psalm 63, der davon spricht, dass David sich in der Wüste von En-Gedi versteckte. Primo libro di Samuel 23. Poi abbiamo il Salmo 63 che ha come titolo Quando David si nascondeva nel deserto.
Do primeiro livro de Samuel. Erstes Buch Samuel, Kapitel 23. David, nachdem er erfahren hatte, dass Saul ihn töten wollte, ließ sich in den Bergen der Steppe Sif nieder. Erstes Buch Samuel, Kapitel 24. Von dort zog David hinauf und setzte sich in den schwer zugänglichen Bergen bei En-Gedi fest. Analogien und Gedichte aus einigen Büchern der Bibel sind mit diesem Ort verbunden. Buch Hesekiel, Kapitel 47. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Ma il testo più bello che abbiamo è Ezechiele 47. Ezechiele 47 descrive. Der schönste Text, den wir haben, ist Hesekiel 47, der die neue Stadt Jerusalem mit dem neuen Tempel beschreibt. Unter dem Altar des Tempels sprudelt eine kleine Wasserquelle hervor, die auf die Araber zufließt und immer größer wird. Sie wird zu einem Fluss. Es gibt sogar kleine Fische in diesem Wasser, das dann in das Salzwasser des Toten Meeres fließt. Im Hohen Lied, das in der Tradition Salomo zugeschrieben wird, wird in den Kapiteln 1 bis 4 daran erinnert, dass es zu Salomos Zeit Weinreben gab. En-Gedis Weinreben, die zu dieser Zeit sehr berühmt waren. Und dann spricht das Buch Jesus Sirach 24,13 von Weisheit. Die Weisheit wird mit verschiedenen Pflanzen, mit verschiedenen Blumen verglichen. Da heißt es, wie eine Palme in En-Gedi wuchs ich empor. Wir wissen auch von anderen Autoren, dass es in En-Gedi Balsam gab, der sehr berühmt war. Und dann haben wir im Süden die Städte Sodom und Gomorra. E dice, io sono come la palma di En-Gedi. La palma che era famosissima. E anche sappiamo da altri autori che a En-Gedi c'era il balsamo, che era famosissimo. Quindi, e abbiamo poi al sud la città di Sodoma, di Gomorra. Neben En-Gedi bewahren auch andere Orte rund um das Tote Meer biblische Geschichten. In Jordanien, auf der anderen Seite des Sees, haben wir zwei sehr wichtige Orte. Machareus, Ort des Martyriums Johannes des Täufers und den Berg Nebo, auf dem Mose starb. Aus diesem Grund kann man sagen, dass das Heilige Land auch in Jordanien weiter besteht. Um das dichte Wasser herum ist biblischer Reichtum, Geschichten, von denen die Heilige Schrift berichtet und die von der Zeit und dem Meer bewahrt wurden. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Do not despise our petitions in our necessities. Antes bien, líbranos de todos los peligros. O glorious and blessed Virgin. Amen. Es gibt ein altes Gebet, das in der Vergangenheit in schwierigen Zeiten von Christen gesprochen wurde und das auch heute noch Menschen verschiedener Sprachen und Herkunft beten, um die mächtige Fürsprache Mariens anzurufen. Dieses Gebet, das wir auf Italienisch und auch in anderen Sprachen kennen, ist eigentlich eine Übersetzung eines alten lateinischen Gebetes aus dem Jahr 800-900, also aus dem Mittelalter. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es für diese lateinische Version eine andere griechische Version gibt, die aus dem 3. Jahrhundert stammt, etwa aus dem Jahr 250. In Ägypten wurde ein Papyrusfragment aus dem 3. Jahrhundert mit diesem Gebet gefunden, das in der Vergangenheit von verfolgten Christen gebetet wurde. A metà del terzo secolo, 250-260, era in atto una terribile persecuzione contro i cristiani a opera dell'imperatore. In der Mitte des 3. Jahrhunderts, in den Jahren 250-260, gab es eine schreckliche Christenverfolgung durch Kaiser Decius. Und diese Verfolgung hat das ganze Reich, vor allem aber den nördlichen Teil Afrikas und besonders Ägypten, betroffen. Die Christen waren einer systematischen und gezielten Verfolgung ausgesetzt. In diesem sozialen, politischen und kirchlichen Kontext tat das christliche Volk gut daran, sich an Maria, an Marias Barmherzigkeit zu wenden.
la, come posso dire, la coscienza del popolo cristiano aveva pensato bene di rivolgersi a Maria, alla misericordia di Maria. Das Gebet enthält ein marianisches Dogma. Maria wird in der Tat mit dem Titel Theotokos angerufen, was im Griechischen Mutter Gottes bedeutet. Santa Madre di Dio. Questa espressione noi la incontriamo già appunto in questa preghiera. Heilige Mutter Gottes, dieser Ausdruck begegnet uns bereits in diesem alten Gebet des dritten Jahrhunderts. Und was sehr schön ist, ist, dass dieses Gebet nicht aus der Liturgie kommt, sondern aus dem Bewusstsein des Volkes, aus dem Gebrauch des Volkes. Dann später kam es in die Liturgie, aber es ist das Bewusstsein, der Glaubenssinn der Menschen, die dieses Gebet hervorbrachten, indem sie für Maria den Ausdruck Mutter Gottes benutzten. Nicht nur, dieses Gebet stammt aus der Mitte, mehr oder weniger des dritten Jahrhunderts, sondern schon vor diesem Gebet findet sich der Ausdruck Mutter Gottes in anderen christlichen Schriften, die Ägypten eigen sind. Era è della metà più o meno del terzo secolo. Prima ancora di questa preghiera, l'espressione Madre di Dio si trova in altri scritti cristiani proprio dell'Egitto. Auf dem Kalvarienberg, vom Kreuz herab, schenkte Jesus der Menschheit Maria als Mutter. Deshalb wird ihr starker Schutz zu jeder Zeit, auch in Gefahrensituationen, angerufen. E in questi tempi abbiamo questa benedetta virus della corona, che ha colpito più di un milione di persone. In diesen Zeiten haben wir dieses Coronavirus, das mehr als 1 Million Menschen befallen und Hunderttausende getötet hat. Und es ist noch nicht vorbei. Diese Krankheit hat nicht nur vielen Menschen körperlichen Schaden zugefügt, weil sie daran gestorben sind oder andere auch dauerhafte Schwierigkeiten bekommen haben, sondern hat auch eine Art Wunde in der Menschheit, in der Bewältigung des Alltagslebens aller Menschen hinterlassen. Und ich glaube, dass wieder einmal Maria, die Mutter Gottes, uns helfen kann. Und deshalb glaube ich, dass das Klopfen an ihre Tür eine gute Möglichkeit ist, Zuflucht zu finden, und zwar eine sichere Zuflucht. E quindi credo che bussare alla sua porta sia un buon sistema per trovare rifugio e rifugio sicuro. Das alte Gebet im Wortlaut. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Bendita. Amen.